Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Part der Wags to Witches Challenge. Ich habe vergessen, welcher Part heute ist. Aber haben wir unser Haus gebaut. Also, wenn ihr es verpasst habt, ich habe ein Speedbuild letzte Woche hochgeladen, wo ich euch gezeigt habe, wie ich das Haus gebaut habe. Also, wenn ihr euch das anschauen wollt, linke ich euch das jetzt mal hier irgendwo da oben. Irgendwo rechts in der Ecke, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Aber ja, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Auch mit euch zusammen. Ja, ich habe hier noch was Kleines geändert. Und zwar haben wir jetzt hier eine, ja, habe ich das Dach noch ein bisschen erweitert und die Pflänzchen darunter gemacht, damit wir uns jetzt auch wieder um die kümmern können und damit sie auch Früchte tragen, auch im Winter. Und das ist unser Haus und ich liebe es so doll. Ich finde es so grandios. Ach Leute, es ist so toll. Wir haben nämlich hier draußen, ach, ich zeige es euch einfach. Ich gebe euch mal eine kleine Roomtour. Offline noch mal ein bisschen was in der Küche geändert. Kann ich euch gleich zeigen. Auf jeden Fall, Leute, ich weiß, es sieht schrecklich hier drinnen aus. Aber ich muss das hier noch mal ein bisschen einrichten. Aber weil ich heute nicht so viel Zeit habe, das einzurichten, machen wir das dann im nächsten Part. Und zwar noch ein bisschen Deko vollklatschen, so wie in allen anderen Räumen auch. Weil ich war mir so unsicher, ob wir mit dem Geld klarkommen. Wir haben noch 16.000 Simoleons, also ich hätte da auch mehr Deko platzieren können. Deswegen werden wir das dann einfach in jedem Part jeweils immer ein Zimmer machen. Also im nächsten Part werden wir dann den Flur machen. In dem danach liegenden werden wir vielleicht Ess- und Wohnzimmer machen. Dann die Bäder, dann oben den Flur und so weiter. Hier haben wir auf jeden Fall das Zimmer von der lieben Elida, das ist eigentlich das dekorativste Zimmer, weil ich habe es genau, also ich habe das Zimmer im alten Zimmer wieder platziert, weil ich das so toll, weil ich das so gerne mochte. Und ja, jetzt hat sie hier ihr Kinderzimmer und hier hat sie eine kleine Terrasse mit ihren Hobbys, weil dieses Zimmer ist viel zu klein für alle ihre Hobbys, deswegen stehen die jetzt draußen. Ja, wie gesagt, das bei Bea sehen schrecklich aus. Das muss ich da noch ändern. Hier kommen wir dann ins Wohnzimmer. Ich habe es im Speedbeat gesagt. Ich finde, das ist wie so ein Omi-Wohnzimmer. Also, vielleicht probiere ich da nochmal ein bisschen mehr Farben reinzubekommen. Aber ich mag es eigentlich ganz gerne. Es ist halt gemütlich. Hier haben wir dann die Küche. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen Deko hier platziert. Ich muss aber nochmal nach Deko schauen. Weil ich habe so wenig Deko. Ich habe vor, glaube ich, einem Jahr meinen Sisi-Ordner und habe nur noch das, was ich wirklich mochte, drinnen gelassen. Dem habe ich zwar Sisi geshoppt, aber irgendwie keine Deko. Ich habe gar keine Deko, deswegen müssen wir da nochmal schauen. Den Kühlschrank musste ich nachträglich platzieren, weil das hier drüben ist kein Kühlschrank. Deswegen, ja, ist jetzt hier unser Kühlschrank mit Eimernäpfen und Draußennäpfe, weil wir haben ja 4 Hunde. Ach doch, wir haben nur 4. Ich war gerade so, hä, wenn nicht 5, aber nein, wir haben nur 4. Ja, dann haben wir hier unser Esszimmer. Das liebe ich auch sehr, weil ich mag das mit den unterschiedlichen Tönen sehr gerne und es ist ein bisschen bunter als der Rest. Ich glaube, ich werde auch ungefähr in den Farben auch nochmal das Wohnzimmer machen. Aber ich glaube, im Wohnzimmer muss ich auch nochmal ein bisschen überarbeiten. Das schaue ich mir dann an. Dann kommen wir eins höher. Hier ist ein freistehendes Zimmer. Das wird wahrscheinlich noch ein Kinderzimmer werden, weil wir auch im letzten Part einen Adoptionsantrag gestellt haben und die Adoptionsagentur auch hier war. Aber ob das so erfolgreich war, ist eine andere Sache. Naja, hier haben wir auf jeden Fall dann nochmal ein Bad. Und hier kommen wir dann in das Zimmer von der lieben Toja. Das mag ich auch so geht. Also, ich mag das Zimmer so mittelmäßig. Ich glaube, ihr wisst alle, ich und Kleinkinderzimmer, das geht nicht. Aber ich finde es voll okay. In der Barbie Legacy habe ich letztens so ein tolles Kleinkinderzimmer gebaut. Also, damit war ich richtig so proud. Das, ja, ich glaube, es ist mir aber halt auch einfach zu groß für ein Kleinkinderzimmer. Also, ja. Also ich brauche auch nochmal Kleinkinder-Sisi, genau. Und hier haben wir dann das Elternschlafzimmer. Und das liebe ich auch so doll, weil es einfach in so gemütlichen Tönen ist und so entspannt eingerichtet ist. Und das genau irgendwie Malaikas und Elidas Töne sind. Deswegen liebe ich das sehr. Und hier ist dann noch deren angrenzendes Badezimmer. Ja, Leute, ich weiß, hier ist eine Tür.
Sieht ein bisschen komisch aus, aber ich finde, es musste toll von außen aussehen. Die Tür ist natürlich nicht benutzbar, brauchen wir aber auch nicht, aber es mu da muss da einfach eine Tür hin. Genau, und jetzt leben wir hier in unserem neuen Haus, auf dem gleichen Grundstück, nur im neuen Haus. Ah, ich habe die Terrasse vergessen. Das ist unsere Terrasse, die liebe ich auch sehr. Ja gut, das muss ich auch noch ändern. Also da muss ich auch noch ändern. Naja, falls ihr euch vielleicht gefragt habt, wieso ich hier eine offene Tür reingemacht habe, meine Türen durchprobiert, es hat gar keine Tür da reingepasst. Deswegen haben wir jetzt einen offenen Torbogen da. Aber wahrscheinlich bricht ja sowieso keiner ein. Genau, das ist auf jeden Fall dann unsere Terrasse. Die mag ich auch sehr. Und Elida, kannst du mal für mich probieren? Komm mal hier hin. Ich hoffe, sie läuft außen lang. Können wir das mal ganz kurz als Haustür festlegen? Genau. Wir können hier noch was weiterentwickeln. Also weiterentwickeln können wir noch einmal. Ich speichere mal einmal kurz, falls mein Spiel jetzt irgendwie abstürzt. So. Genau. Das hier, finde ich, würde voll gut zu Elida passen. Aber ich habe keinen Plan, wie ich hier am Ambrosia arbeiten soll. Irgendwelche Bücher, weil ich glaube, wir haben noch nicht mal ein Bücherregal. Vielleicht sollte ich mal hier ein Bücherregal im Flur hinstellen. Wäre vielleicht ganz toll. Vielleicht sowas hier, das finde ich nämlich eigentlich voll cool. Und dann kommen darauf einfach mal so Bücher. So, ja, so. Passt schon. Super. Und da können wir ja mal schauen, gibt es da irgendwelche Bücher für Ambrosia oder so? La 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 la. Ich glaube, da gibt es nichts mit Ambrosia-Büchern, aber ist auch nicht so wichtig. Wie geht's unserer kleinen Mausi? Kannst du. Ach ja, die sind ja noch alle auf. Muss ich mal einmal selbstständig anmachen. Geh mal zu der kleinen Mausi und umarm sie mal einmal liebevoll. Oder heb sie mal einmal hoch und trag sie mal. Wobei, dann kannst du dich nämlich um das Frühstück kümmern. Gehen wir mal hier hin. Malaika. Hier ist irgendwas zum Weiterentwickeln, aber das finde ich jetzt gerade nicht. Das ist mir alles zu voll. Das geht jetzt gerade nicht klar. Hat nicht hier gerade auch irgendwas geleuchtet? Dann geh mal zu Scotty und bürste ihn mal einmal, streiche ihn ein bisschen. Perfekto. Okay, setz mal dein Kind hier ab. Und du kannst dich mal wieder einmal ums Frühstück kümmern. Mach mal Pfannkuchen. So, du kannst einmal die Schüsseln füllen. Musst du heute was für die Schule machen? Ah, nee. Okay, muss sie eigentlich nicht. Dann kann sie sich ja mal ums Pfadfindern kümmern. Was sie jetzt da noch für Fortschritte erhöhen. Was müssen wir denn noch? Oh Gott, ist das süß. Wie sie hier sitzt. Oh Mann, ich liebe die kleine Mausi. Also, es ist richtig blöd. Es geht irgendwie nicht mehr. Deswegen musst du jetzt mal, du kannst ja mal hier rüberkommen. Aber sie kann halt auch keine Frösche suchen da drinnen. Das ist voll komisch. Kann sie das hier, dann räumen das mal bitte einmal auf. Weil du bist ja auch naturambitioniert. Vielleicht bringt dir das ja mal ein bisschen. Da wollte ich mal schauen, wann hat sie eigentlich Geburtstag? In 7. In einer Woche. Naja, ich weiß halt auch nicht, wie sieht das jetzt eigentlich mit der Adoptionsagentur aus? Ich glaube, da haben wir bisher noch keine Nachricht. Ich glaube. Können mal schauen. Wo macht man das eigentlich? Ach, hier bestimmt. Nee. Ah, hier Adoption. Okay, muss warten, bis das Entscheidungsschreiben da ist. Wird spannend. Naja, die Post ist hier draußen. Du kannst ja mal die Post holen. Vielleicht ist das ja auch da drin. Kannst du eigentlich schon Treppen laufen? Nee. Ja, dann lauf hier einfach mal ein bisschen rum. Weil sie hat bisher noch nicht die besten Fähigkeiten. Lauf einfach ein bisschen rum. Passt schon. Okay. Dann geh du noch mal zu Mausi und umarmst den kleinen Boy. Morgen ist Silvester. Und dann ist Frühling. Oh Mann, da freue ich mich doch drauf. Ah nee, du musst noch nicht nach Hause kommen. Ja, weil du hast ja keine Schulaufgaben. Kannst du die hier hinten auch aufräumen? Nee. Spiel doch mal im Wasser da ein bisschen drinne. Okay, Malaika Hope hat Sachen aus dem Briefkasten genommen. Aber da ist nichts mit Adoptions Anschreiben drin, also dauert vielleicht noch ein bisschen. Ah, doch, Sarah. Oh, ich wollte Sarah gerade was malen lassen, aber sie macht schon von sich aus. Okay, Malaika kann ja mal eine Yoga-Routine machen und sich aber mal ein bisschen entspannen. Die liebe Toya spielt hier draußen ein bisschen und kann ja mal mit dem Huni ein bisschen streichen und es brabbeln. Und du, ja,
Ist jetzt nicht so besonders. Och Gott, och Mono, umarm die kleine Mausi mal ein bisschen. Das ist richtig sweet. Streiche sie nochmal. Los, komm, streiche sie. Oh mein Gott, ist das süß. Oh Gott. Manu, ich liebe das Feature so doll. Was wünscht sie sich mit freundlich sein zu Sarah? Ja, das kannst du dir ruhig wünschen. Kannst du das Bild dann nochmal verkaufen? Ich finde das jetzt nicht so schön. Also, na, es ist schön, okay? Es ist schön. Aber es ist nicht so mein Stil. Okay, ja, du kannst ruhig, so, wir verkaufen mal das Spielzeug hier einmal, weil das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Okay, Sarah, kannst du mal ein impressionistisches mittelgroßes Gemälde malen? Mausi ist auf dem Weg zurück. Sie kann ja danach mal, doch sie kann. Sie kann auch Muscheln sammeln. Ich verstehe halt nicht, wenn jemand, eine Idee hat, wie man das machen kann. Wie kann man diese Belohnungen abschließen? Ich verstehe es nicht. Vielleicht, da war ja gerade dieses Gärtnerbuch. Vielleicht muss man das kaufen. Wartet mal. Fähigkeiten. Ich schau mal kurz, ob ich das hier finde. Hier. Meinen die das da? Sie kann ja mal diesen Gärtnerband da lesen. Mal schauen, ob das irgendwas bringt. Ich weiß es halt jetzt nicht genau. Oh mein Gott, ist das Bild schön. Okay, kann mal irgendjemand zu Scouty gehen und den einmal streicheln? Weil ich glaube, Scouty geht's nicht so gut. Okay, sie liest jetzt ja einmal gerade in dem Buch. Mal schauen, ob das irgendwas bringt. Ich weiß jetzt halt auch nicht, ob sie die Gärtnerfähigkeit erhöhen kann. Okay, und du kannst ja danach mal mit den kleinen Mausi hier einmal baden, weil die stinkt ein bisschen. Kann mal irgendjemand den Welpen sagen, dass sie bitte auf Toilette gehen sollen? Bei denen geht's nicht so gut. Geh mal du zu den Welpen und sag immer bitte einmal, dass sie auf Toilette gehen soll, weil sonst mögen die mich nicht. Wegen Elida, ich habe immer noch keinen Plan, wohin ich mit ihr gehen will, ob sie jetzt wirklich ein goldiger Girl werden wird oder halt nicht. Schauen wir dann einfach mal. Ich glaube, sie musste. Experimentier mal, weil ich glaube, du musst, um die Gartenfähigkeit zu erhöhen, musst du experimentieren, oder? Ach, ich sollte vielleicht mal das Licht auf automatisch machen, sonst müssen wir ewig viel Geld bezahlen an Rechnungen. Ja, den Kindern geht es auf jeden Fall auch mittelmäßig hier ein. Okay, kannst du mal vielleicht mit der lieben Toja ein bisschen Basisbedürfnisse beibringen? Keine Ahnung. Mach das einfach mal. Oh mein Gott, Smooth hat Hunger. Gib Smooth was zu essen, sofort. Oh, beim nächsten Postboten kommt die Adoptionsantrag. Oh mein Gott. Und Sarah muss in einer Stunde zur Arbeit, weil sie ja im letzten Part einen Job eingegangen ist. Ja, müssen wir dann uns auch gleich noch ein bisschen drum kümmern. Okay, vielleicht solltest du dann schon mal Abendessen vorbereiten, weil jetzt gerade ist ja Sarah noch da. Das heißt, sie kümmert sich um kleine Mausi und du kannst ja mal ein Capri-Salat machen. Mausi, wir können nicht mit dir spazieren gehen. Okay, jetzt geht Sarah mal raus, aber muss jetzt auch schon los zum Job. Also sie hat nur so gefragt, so, alles gut, ich muss dann los zum Job und geht dann halt. Hat jetzt nicht großartig viel mit ihr gesprochen, hat halt nur gesagt, ich bin da mal weg, ich muss jetzt zum Job. Malaika kümmert sich jetzt mal um die Hundis, dass es denen auch gut geht. Und Philipp ruft an. Doch, also ich glaube, Sarah, nee, sie weiß ja gerade noch nicht, wer ihr Vater ist. Und ich will, dass sie es auch erstmal nicht herausfindet, sondern erst, wenn sie zur Teenagerin wird und sie den Streit mit ihren Eltern hat. Weil sie hat ja jetzt gerade schon einen Streit mit ihren Eltern und ich glaube, der wird halt immer schlimmer. Irgendwann will sie halt auch einfach weg so. Und vielleicht sucht sie dann ihren Vater. Vielleicht will sie dann herausfinden, wer ihr Vater ist. Deswegen finde ich das vielleicht komisch. Vielleicht hat er aber auch probiert, Elidas Nummer zu finden. Und Elida fragt sich so, hä, der sagt, ich bin seine Tochter. Spinnst du? Und legt halt auf so. Und ja, deswegen. Also ich glaube, sie wird zuerst wissen, wer ihr Vater ist. Wie gesagt, wenn sie zur Teenagerin ist und wenn sie immer mehr Streit hat mit Malaika und Sarah. Und Malaika und Sarah wollen ja auch nicht unbedingt, dass sie Kontakt hat zu ihrem leiblichen Vater. Aber ich glaube, dann auch ein bisschen auf die Regeln scheißt von ihren Eltern, so blöd es klingt, weil sie ja
dann in einem nicht so guten Kontakt mit ihrer Familie ist. Deswegen glaube ich, ist es eigentlich am besten, wenn wir es so machen und sie dann halt vielleicht Kontakt mit Philipp aufbaut. Ich finde ganz persönlich, dass Philipp es nicht verdient hat, mit Sarah, mit Malaika, nee, mit Elida Kontakt aufzunehmen, weil, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, er hat es halt einfach nicht verdient. So können wir ja jetzt aber nicht ändern. Wir schauen einfach mal, was da so passiert. Wir werden jetzt hier draußen aber noch, liebe Malaika wird jetzt noch einmal, Elida wird jetzt noch mal draußen ein bisschen was tun. Und du kannst mal die Falle überprüfen, weil irgendwie bewegt sich die ganze Zeit. Und die kleine Mausi kann jetzt sich schon ein bisschen bewegen. Also sie kann jetzt schon nach oben laufen. Aber ich würde es ganz cool finden, wenn du noch einmal kurz vielleicht dir irgendwas spielst, bis okay, die Fischfalle ist nicht einsatzbereit. Auf jeden Fall will ich, dass deine Mama dich ins Bett bringt. Okay, jetzt ist auch Sarah zu Hause. Und sie arbeitet halt extra nicht so lange, damit sie früh nach Hause kommt und sehen kann, wie es so läuft, dass es den Kids gut geht. Elida experimentiert, wie gesagt, noch hier draußen ein bisschen. Das finde ich irgendwie voll süß, dass sie jetzt gerade sehr viel Interesse am Experimentieren hat. Vielleicht auch nicht so lange, vielleicht auch nur für eine kurze Zeit oder so. Da fällt mir auch noch ein, das Pack nicht, aber ich würde es mir wahrscheinlich kaufen. Und zwar gibt es ja dieses Pack, ich glaube, das heißt mit paranormale Wesen, dieses Accessoires-Pack mit Panorum, ja, wo man mit den Geistern kommunizieren kann. Und das finde ich voll cool. Und ich glaube, würde ich mir kaufen, wenn Elida eine Teenagerin ist oder sogar erst, wenn sie eine junge Erwachsenerin ist und ausgezogen ist, um Kontakt mit ihrem Opa aufzunehmen, mit dem Sensenmann. Das finde ich nämlich voll cool, die Idee. Und ich hoffe, euch gefällt die auch, dass wir es dann so machen, dass sie, wenn sie vielleicht zur Teenagerin wird, den Job eingeht und dann halt Kontakt hat mit ihrem Opa. Und das finde ich irgendwie cool. Also könnt ihr mal schreiben, wie ihr das so findet. Genau, ich lasse die beiden jetzt auf jeden Fall erstmal hier oben schlafen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es morgen früh ist. Okay, Leute, es ist jetzt der nächste Morgen. Es ist schon 5 Uhr. Malaika steht jetzt auf und macht Yoga. Und die liebe Elida ist gerade in eine Phase eingetreten. Und zwar ist sie jetzt ziemlich anhänglich und bleibt gerne in der Nähe ihrer Betreuungsperson. Mal schauen, ob sie das wirklich ist, weil irgendwie sehe ich sie jetzt gerade nicht danach, dass sie so anhänglich ist. Aber wir werden es ja sehen. Vielleicht ist sie wirklich jetzt sehr anhänglich. Mal schauen. Sie sagt jetzt auf jeden Fall den kleinen Mäusis erstmal, dass sie auf Toilette gehen können dürfen. Und kümmert sich danach mal ein bisschen hier draußen um ein paar Sachen. Vielleicht strickt sie auch mal wieder ein bisschen. Du strickst mal bitte einmal einen Socken oder so. Ja, was strickst du denn für Socken? In Dida, in verschiedenen Grüntönen, keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwas ausgewählt. Gut Glück, wir nennen es Gut Glück. Mal schauen. Okay, Sarah ist auch schon wach und kann sich ja mal ums Frühstück kümmern oder so, weil die sind ja sehr früh Aufsteher. Ist vielleicht nicht die beste Entscheidung, an Silvester früh aufzustehen, aber das stört die, glaube ich, eher wenig. Genau, Toya schläft noch, aber es ist ja auch gut, dass die kleine Toya noch ein bisschen schläft. Somit haben alle ihren Morgen so ein bisschen Ruhe, bevor der Engel und gleichzeitig der Sturm aufwacht. Ja, deswegen kümmert sich jetzt Malaika auch schnell um den Garten, damit hier alles passt, bevor ist schon mal was zum Frühstück. Ja, hat auch sehr großen Hunger. Toya ist auch gleich wach. Ich glaube, sie kann aber Toya danach mal beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Elida sitzt noch hier draußen, hat gerade, ja, wie gesagt, ein bisschen gestrickt und kann sich jetzt mal um die kleinen Hühnchen hier kümmern. Sie hat auch das Strickprojekt abgeschlossen. Das freut mich doch sehr. Sie hat ja auch, ich weiß gar nicht, wen der Kinder wir umgestylt haben. Haben wir die Mausi umgestylt? Ich, nee. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mit der einen nicht mehr befreundet ist. Naja, vielleicht wird sie als Teenagerin noch mal eine beste Freundin finden. Aber gerade ist ja mit Julian, ist ja jetzt gerade ihr bester Kumpel. Und der kommt vielleicht jetzt auch vorbei und dann kann sie ja mit dem mal ein bisschen spielen oder so.
Könnt ihr ja mal ein paar Grimassen schneiden, über Eltern beschwerden, dass deine Eltern dich gerade extremst nerven. Kannst ihnen mal eine alberne Geschichte erzählen. Und danach könnt ihr mal ein bisschen, vielleicht hier draußen, auch ganz süß. Okay, warst du jetzt? Nein, du warst noch nicht auf dem Töpfchen. Dann mach dir das doch mal bitte einmal ganz kurz. Hör du mal auf. So. Du hast auch noch nichts gegessen, dann frühstücke, dann frühstück, dann nimm dir mal ein Gericht. Ich kann heute nicht sprechen und ja. Genau, also wie gesagt, ich werde wahrscheinlich dann später nochmal für die kleine Elida nochmal jemanden erstellen. Du weißt schon, was ich dir gerade vor 5 Minuten gesagt habe. Sag das doch gleich, wenn ihr da nicht rankommt. Dann packe ich sie euch in die Mitte. So. Bring ihr jetzt bitte bei, auf Toilette zu gehen. Läuft bei euch. Du isst jetzt gerade noch hier draußen. Wunderbar. Okay, hier klappt jetzt auch endlich mal das mit dem, dass sie auf Toilette geht. Okay. Räum du mal einmal auf und fütter mal bitte einmal die Hunde, damit die einmal ganz kurz was zu essen haben. Okay. Kannst du mal bitte mit ihm mitschaukeln? Oh, jetzt schaukeln die. Oh mein Gott. Das ist so. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh, ist das süß. Andrei, okay. Genügend Bilder gemacht. Reicht ja dann auch mal mit Bildern. Okay, kannst du mal zur Post gehen? Ja, die Post war immer noch nicht da. Mann, ich will doch wissen, ob wir ein Baby adoptieren dürfen oder nicht. Will es doch eigentlich nur wissen. Ach Mist, Entschuldigung. Ja, kannst ihr Flechtkarten beibringen? Kein Problem mit. Bringe einfach Flechtkarten bei. So. Kannst du dich mal bitte einmal ganz kurz um die Babys kümmern und den mal bitte einmal zum Fressen rufen? Geh mal zu Julian und mach dich nochmal mit den über Eltern lustig. Perfekto. Also nicht perfekt, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Passt ja gerade sehr gut in die Geschichte rein. Okay. Elida, kannst du ja nochmal eine Yoga-Routine machen? So viel Yoga gibt's ja nicht. Muss dich vielleicht ein bisschen ablenken vor dem Drama, was da kommen wird, wenn die Post vielleicht mal vorbeikommt. Hol mal die Post gleich. Weil da müsste dann, da würde dann drin stehen, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin total aufgeregt. Oh mein Gott, da wird dann, da wissen wir dann, ob, oh, ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll oder denken soll. Oh mein Gott. Okay, Julian geht jetzt, glaube ich, genau. Ist ja aber auch nicht schlimm, weil wir haben ja mit ihm genügend Zeit verbringt. So, gehst du zum Briefkasten? Los, geh zum Briefkasten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, ich will es nicht sehen. Oh mein Gott, ich habe noch nicht hingeschaut. Ich habe noch nicht hingeschaut. Oh mein Gott, ihr seht es jetzt. Ich habe es wirklich noch nicht gesehen. Oh mein Gott, ich will es gar nicht wissen. Okay. Wenn es nicht funktioniert hat, dann probieren wir es nochmal. Ihr habt es ja jetzt schon gelesen. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Nach Prüfung deines Antrags und unter Berücksichtigung der Notizen, die du unseren Agent während des Hausbesuchs gemacht hast, haben wir uns entschieden, deinen Antrag berechtigt, ein Kind zu adoptieren. Wir können ein Kind adoptieren. Oh mein Gott, oh mein Gott, wir können ein Kind adoptieren. Alter, mir kommen gerade die Tränen. Oh mein Gott, ich kann gar nicht beschreiben, wie doll ich mich gerade über die Familie freue, weil ich finde, die haben es so verdient, ein Kind verloren hat und oh mein Gott. Und das ja auch damals mit ihnen leider so schwierig war, weil ja Malaika ungewollt schwanger war. Und deswegen finde ich, haben es die so verdient, jetzt ein Kind zu adoptieren. Und oh mein Gott, ich bin gerade, ich kann das gar nicht glauben. Oh mein Gott, du musst jetzt ein Kind adoptieren. Oh mein Gott. Falls nämlich irgendwas passiert und ich jetzt wirklich versehentlich, hoffe ich jetzt mal nicht. Ja, wir gehen jetzt ein Kind adoptieren. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nee, 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 adoptieren wir nicht. Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind unsere ganzen Auswähler. Oh mein Gott. Okay. Ich würde ja gerne, wenn ein Kleinkind oder ein Kind nehmen. Also, ich habe jetzt wenig Lust auf einen Teenager oder auf einen Säugling. Und ich würde auch lieber, ich weiß, ziehen, wie man will. Ich würde lieber ein Mädchen nehmen, weil ich glaube, das
kommt ein bisschen besser hier in unsere Familie rein. Ist halt dann die Frage, wen wir nehmen. Also ich finde ja Carlotta richtig süß, aber sie ist ja noch ein Säugling. Also wir könnten Anissa nehmen. Wir können aber auch Lea nehmen. Oder wir können auch Carlotta nehmen und sie eins älter machen. Aber ich glaube, ich würde Lea sogar nehmen. Wir nehmen die liebe Lea. Warte mal, ich muss mal einmal ganz kurz schauen, weil ich dachte, dass wir irgendwie 10.000 Simoleons ausgegeben haben für so ein Adoptionsanschreiben. Also, dass wir viel Auswahl haben. Ex anrufen, um Kind zu Besuch zu schicken, wegen Sorgerechts. Ja, okay. Ja, wir schließen jetzt auf jeden Fall die Adoptionsagentur ab und werden ein Kind adoptieren. Ich bin ja mal, also ich bin ja wirklich aufgeregt. Wir nehmen die kleine Lärm. Wir nehmen die kleine Lärchen. Oh mein Gott. Wegen Lea muss ich auch noch sagen, ich glaube, ich werde die kleine Lea zum Kleinkind altern. Oder vielleicht, also ich glaube, ich werde sie doch als Kind lassen, weil ich will, dass sie nur minimal älter ist oder ein Jahr älter als Toya. Also ich werde dann wahrscheinlich ihre Alterung ein bisschen zurückdrehen, damit die beiden nur ein ganz wenig Unterschied haben von dem Altersunterschied und dass sie halt einen sehr viel größeren Altersunterschied hat zu Toya. Also ich glaube, ich lasse sie als Kind. Dann halt, wenn ihr leider zum Kleinkind wird, stelle ich ihre Alterung auf einen Tag als Kind oder so, dass sie wirklich sehr nah vom Altersunterschied an und zu Malaika einen etwas älteren Altersunterschied hat. Ja, ist halt die Frage, wie nenne ich dieses Kind? Wie nenne ich dieses Kind? Okay, wir machen es jetzt einfach ganz leicht. Ich habe keinen Plan, aber der ist mir jetzt gerade so ganz spontan gekommen. Die kleine Mausi wird Kalea heißen. Weil ich glaube, Kalea ist auch ein Strandname und Lea ist ja zur Hälfte drin, ne? Deswegen heißt es jetzt erstmal Kalea. Und wenn ihr einen coolen Zweitnamensvorschlag habt, dann könnt ihr mir den in die Kommentare schreiben. Ich würde einfach mal sagen, dass wir die kleine Kalea, ich weiß nicht, ich glaube, wir schaffen es gar nicht mehr, sie umzustylen. Ich glaube, das müssen wir wirklich erst im nächsten Part machen. Das tut mir auch richtig leid. Ja, dann machen wir es halt erst im nächsten Part. Genau. Wir werden sie jetzt aber trotzdem einmal umarmen. Sie liebevoll umarmen, dass wir ihr zeigen, dass sie in unserer Familie ist. Und oh mein Gott. Wir haben ein Kind adoptiert. Okay, Leute, aber mit diesem wunderschönen Anblick werde ich an dieser Stelle den Part beenden. Ich hoffe, dass euch dieser Part Spaß gemacht hat und dass euch dieser wunderbare Tag gefallen hat. Wenn ihr noch einen weiteren Namensvorschlag in die Kommentare habt, der Strand oder irgendwas Besonderes bedeutet, irgendwas mit Ozeanien, irgendwas hier mit Strandnamen, könnt ihr mir die ruhig in die Kommentare schreiben. Dann würde ich ihr auch noch einen Zweitnamen geben. Genau. Ich hoffe, dass euch dieser Part Spaß gemacht hat. Im nächsten Part werden wir dann die kleine Kalea umstylen. Und ich freue mich schon so doll auf ihr Umstyling. Genau. Ich wünsche euch jetzt einen noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Und dann tschüssi. Bis bald.